herzlich willkommen. Heute mal ein kleines Gadget hier im neuen LS17 rausbringen, würde ich mal so behaupten. Ist eigentlich wie beim 15er, 11er, 9er und 8er auch. Aber ich zeige es euch nochmal gerne. Und zwar am Anfang startet ihr das Spiel hier, geht in die Karriere, macht einen neuen Spielstand hier. Könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Ja, könnt euch die Karte aussuchen. Kann man hier auswählen? Oh, man kann sogar zwischen zwei Karten auswählen. Ja, bleiben wir bei der Goldcrest Valley. Hier sucht ihr euren Typi aus, geht auf weiter. Ha. Ich habe jetzt die Vorbestellerversion, das heißt, ich habe die beiden Fahrzeuge direkt mitgeliefert bekommen. Ihr könnt auch noch auswählen, was ihr haben wollt. Dann lasst ihr das schnell laden. So, können wir direkt mal gucken, wie lange hier so die Ladezeiten sind bei dem neuen Spiel. Hier kannst du noch anklicken, was du lesen willst. Okay. Ja, ich würde mal sagen, Ladezeiten so wie immer, absolut lang. Oh, er hängt, lädt, was tut er? Ah, fertig geladen. So, dann, nein, wir wollen natürlich kein Tutorial. So, dann startet ihr hier. Dann klickt ihr, oder ihr habt jetzt oben rechts, seht ihr, 20.000. Dann klickt er hier auf Speichern. Geht wieder raus. Okay, der altbekannte LS-Bug. Oder ich weiß nicht, ob es Absicht sein soll. Dann lasst ihn nochmal einmal laden. Beendet das Spiel, ganz wichtig. Geht hier unten in Sucheinstellung, je nachdem, Windows 10 hat Cortana, ansonsten normal immer suchen. Gebt Dokumente ein. Hier geht auf euren Dokumentenordner. Der öffnet sich. Ja, falscher Bildschirm. Dann sucht ihr euch hier My Games raus. Öffnet den. Geht auf Land oder Farming Simulator 2017. Und dann müsst ihr gucken, welchen Spielstand ihr genommen habt. Ich hatte Spielstand 1 schon belegt. Ich habe gerade Spielstand 2 neu eröffnet. Das heißt, ich gehe auf Safe Game 2. Career Safe Game. Einmal anklicken. Rechtsklick. Öffnen mit Editor. Und dann habt ihr hier so ein Zahlengewurstel. Und dann müsst ihr da raussuchen, wo Money steht. Ihr könnt auch nach der Zahl 20.000 gucken, falls es schneller geht. Ich gucke jetzt einfach mal. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es? Hier. Hier steht Money 20.000. Ihr dürft nur die 20.000 entfernen und die Money oder die Klammer mit der Money muss da stehen bleiben. Dann gebt ihr eine beliebige Zahl ein. Ich sage jetzt einfach mal 2,5 Millionen. Ganz wichtig ist ohne Punkt und Komma. Einfach so 2,5 Millionen an einem Stück. Kurz nachzählen, richtig, warte mal, Punkt. Ja, das sind 2,5. Dann schließt ihr, klickt auf Speichern. Könnt das alles wieder zumachen. Startet dann euren Farming Simulator wieder. Dauert jetzt wieder eine Sekunde. Warum dauert das denn so lange? Ah, geht doch. So, dann habt ihr hier wieder einen kleinen Ladebalken. Das könnt ihr eigentlich alles überspringen. Wir haben so ein cooles Intro, könnt ihr euch angucken. Dann geht er wieder auf Karriere, Spielstand 2. Und dann seht ihr hier schon, Geld 2,5 Millionen. Dann gehen wir nochmal hier. Wählen das nochmal aus. Gucken wir auch nochmal, ob es auch wirklich da ist. Weil Zahlen sagen ja viel. So, Ladebalken, wie immer lang. So, dann klickt er hier wieder drauf. Und dann seht ihr das hier auch schon. Wenn ihr hier auf Shop geht, 2,5 Millionen. Und dann könnt ihr euch auch hier alles kaufen, was ihr haben wollt. So, dann kaufen wir uns den für eine halbe Million. Kaufen, kaufen. Bereit. Wechseln wir mal durch, ob wir noch wirklich haben. Zug, Zug. Hier steht er.
Würde ich sagen, was will man mehr? Das war's dann von mir. Tschüss.